Herzlich willkommen hier zu einem neuen PES Edit Patch Tutorial. Hier seht ihr, wie ihr die neueste Version des Patches für euer PES 2014 installieren könnt. Ja, der Patch 4.2, den zeige ich euch heute hier, installiert sich im Prinzip genau wie alle anderen Patches. Es kann natürlich irgendwie zu Fehlern kommen, darum empfehle ich euch, wenn ihr irgendwie so ein Antivirenprogramm habt, das zum Beispiel für die Dauer der Installation einfach mal auf, wo kann man es machen, dass ihr es einfach ausstellt. Damit ist es sozusagen deaktiviert, nur für die Zeit, die ihr sozusagen hier installiert. So, also den Link zu diesem Patch schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Also, was machen wir als erstes? Wir laden diese Dateien herunter, diese 6 Stück von Uploaded. Das ist PES Edit 4.2 Part 1 bis Part 6. Dann ladet ihr diesen Fix herunter. Wenn ihr das gemacht habt, sieht das in etwa so aus. Ihr habt also einen Ordner mit diesem Fix und 6 Dateien, die sich PES Edit bla 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 und so weiter Part 1 bis Part 6 nennen. Und die müsst ihr entpacken. Das heißt, ihr macht einfach Rechtsklick drauf, müsst dafür WinRAR installiert haben. Wenn ihr nicht wisst, was WinRAR ist, einfach bei Google suchen, das Programm installieren. Wenn ihr das macht, dann seht ihr das hier. Klickt ihr rechts drauf und macht einfach Dateien entpacken. So, das macht ihr einmal beim Fix. Und dann nehmt ihr, wenn das entpackt ist, habt ihr hier diesen Ordner. Zack, und da drin ist noch ein Ordner und dann ist das hier drin. Aber was ihr dann damit machen, das sehen wir ja gleich. Und dann haben wir halt noch diese 6 Dateien. Und die gehören sozusagen zusammen. Ihr braucht also eigentlich nur den ersten Part anzuklicken, links. Dann macht ihr einen Rechtsklick darauf, macht Dateien entpacken. Und dann entpackt ihr euch diese 6 Dateien, damit seid ihr eigentlich fertig. Also können wir die Dateien hier löschen. Zack. Und dann sehen wir hier diesen Ordner. 4.2. Da ist auch wieder ein Installer drin. Noch brauchen wir den nicht. Gehen wir zurück auf die Seite. Ihr braucht die Data Packs. Wo findet ihr die Data Packs? Die müssen vorher, vor allem alles komplett installiert sein. Also, was machen wir? Wir lesen uns einmal die Beschreibung hier komplett durch. Ihr ladet den Patch herunter. Okay. Und dann gehen wir der Installation Schritt für Schritt einfach mal durch. Als erstes sollten wir aus unserem PES 2014 Ordner den File Loader Ordner löschen, falls wir so einen besitzen. In den meisten Fällen werden wir den nicht besitzen. Ich habe ihn hier zum Beispiel nicht in meinem PES 2014 Ordner. Das ist da, wo ihr das Spiel installiert habt. Das kann bei jedem anders sein. Und ich habe den hier halt auf meinem, auf D, Spiele, PS 2014. Da ist mein Spieleordner drin. Und da ist der Patch, also dieser File-Loader-Ordner nicht da. Das ist für irgendwelche besonderen Patches, die andere anbieten. Wenn ihr sowas nicht habt, dann ist das egal. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir die 3 Data Packs runtergeladen haben. Das machen wir jetzt gleich. Und da sage ich euch, wo die sind. Das steht hier. Data Pack Download. Option 1. Einmal das hier, All in One. Oder Only Latest Patch. Das heißt, entweder ladet ihr den hier runter oder nur den, falls ihr die davorigen habt. Wenn ihr die davor alle nicht habt, dann nehmt ihr diesen. Zack. Zur Sicherheit ladet ihr einfach diesen hier runter. Und dann bekommt ihr diese Datei. Die ist 1,4 GB groß. Nennt sich PES 2014 DLC All-in-One.7Z. So, das ist eine 7-Zip-Datei. Die könnt ihr auch mit WinRAR entpacken. Das heißt, rauf, Datei entpacken. Und dann bekommt ihr hier All-in-One. Da drin sind diese Dateien und eine PES-Exe und diese Datei und tralala. Was macht ihr mit diesen Dateien? Also, wir lassen diesen Ordner offen, gucken jetzt nochmal hier hin. Ihr müsst diese in euren Datapack-Folder packen. Wo ist dieser Datapack-Folder? Wenn ihr Windows 7 und Windows 8 habt, ist der unter C, Programmdata, Konami, PES, Pro Evolution Soccer 2014, Download. Wir gucken uns das einmal an. Wir nehmen also diesen Pfad. Pro Evolution Soccer, tralala. Ich habe den hier schon mal offen, aber ich kopiere es hier nochmal rein. C, Programmdata, Konami, PES, tralala. Drücken Enter. Da müsste dieser Download-Ordner drin sein mit diesen Dateien. Die habe ich jetzt alle schon reingeschoben und so weiter. Der Download-Ordner wird nicht immer angezeigt, weil das eigentlich sozusagen ausgeblendet wird. Dafür müsst ihr, wenn es bei euch ausgeblendet ist, auf Organisieren klicken, Ordner und Suchoption anklicken, dann auf Ansicht und dann scrollt ihr hier in diesem Fenster ganz nach unten. Da steht Versteckte Dateien und Ordner. Und dann klickt ihr hier drauf, da steht
ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen. Einfach übernehmen und dann müsste bei euch der Download-Ordner angezeigt werden. Wenn dieser Ordner irgendwie aus irgendeinem Grund noch nicht existiert, dann legt ihn an. Einfach neu Ordner und den dann Download nennen. Ihr macht den auf und kopiert dann einfach all diese Dateien, die Excel braucht ihr nicht, all diese Dateien kopiert ihr, Steuerung C, und fügt die hier ein. Ich habe das alles schon gemacht, darum brauche ich das jetzt nicht mehr. So, das ist wichtig. Erstmal all diese Dateien da rein. Falls ihr nur den letzten Patch noch nicht habt, also den 5.0, dann reicht es auch, dass ihr den 5.0 runterladet. Und das ist hier die DT500-49999CPK. Die müsste ich jetzt auch, wenn ich mich nicht komplett täusche, hier drin haben. Genau, da ist sie. Das ist der neueste, der 5.0-Patch. So, soweit so gut. Wenn wir das haben, geht es jetzt an die Installation. Disable Antivirus Software. Mhm. So, jetzt müssen wir den PES-Patch starten. Wir gehen also dahin, wo wir unsere Dateien runtergeladen haben. Wir gehen also in unseren Ordner. Dort, wo wir eben gerade unseren PES-Patch schon installiert haben. Das ist einmal hier 4.2 und der 4.2.1 Fix. Als erstes gehen wir in den PE 2014 4.2 Ordner. Da ist dieser Patch-Ordner nochmal. Und dann ist hier einfach so eine Datei, die nennt sich install.psedit.com 2014 Patch 4.2. Da ist diese Datei, da klickt ihr rechts drauf, als Administrator ausführen. So, dann müsst ihr wahrscheinlich bestätigen noch drücken, ja, als Administrator ausführen. Und das Einzige, was man machen muss, ist Next, auswählen, wo euer Spiel ist, wo euer PES-Spiel ist, das ist bei mir hier. Next, Start. Dann warten wir einfach nur noch ab, dass die Dateien dorthin kopiert werden. Das kann ein wenig dauern, muss aber nicht. So, sobald die Installation fertig ist, poppt hier dieser Selektor auf. Den brauchen wir im Moment noch nicht. Dieses Fenster sagt hier, tralala, wir sind fertig, können auf Exit klicken. Und interessanterweise öffnet sich hier auch die Blog-Seite. Okay, soweit, so gut. Das brauche ich hier gerade nicht. Jetzt müssten wir den Fix installieren. Das ist, weil die Brasilien-Kits irgendwie nicht funktionierten oder so. Das heißt, wir gehen hier in diesen Fix-Ordner. 4.2.1. Führen jetzt diese Exe aus. Auch wieder. Wir führen diese Exe hier auch wieder als Administrator aus. Next. Wieder gucken, richtiger Ordner, ja. Next, Start. Und es geht wieder los. Damit wäre das erledigt. Damit wäre der Patch installiert. So, ich drücke Exit. Und jetzt schauen wir, was da steht. Richtig, hier ist noch ein Selektor. Jetzt müssen wir einstellen, was wir nehmen. Also, choose which Exe you want to use with the patch. Die DVD-Version, usable with original DVD and Drive. Die 1.07 Digital Download, wenn du eine Digital Download Version hast, oder die 1.2 No DVD, use if you lost your DVD or your DVD drive is broken. Wenn ihr also keine CD mehr einwerfen möchtet, nehmt diese. Ansonsten schmeißt eure CD rein oder ihr habt eben diesen Digital Download. Wählt also das aus, was ihr habt. Wenn ihr die CD habt im Laufwerk, nehmt ihr die. Wenn ihr den Digital Download habt, dann nehmt diesen. Oder wenn ihr die CD habt und die einfach nicht mehr benutzen möchtet, dann klickt auf das und macht Continue. Successfully switch to selected configuration. So, damit müssten wir durch sein. Wir schauen uns das einmal an, was auf dieser Seite steht. Wir wählen das also hier aus. Start the selector if you want to make adjustment to league, stadium or scoreboard. Recommended to start as admin. Start via PES-Exe, Start Menu Folder, PES-Edit Selector. So, damit war es das im Prinzip eigentlich schon. Ich starte jetzt PES. Und wir gucken mal, wie das Ingame aussieht. Wenn das alles geklappt hat, wollen wir mal gucken, ob das hier alles funktioniert. Freundschaftsspiel, Vereins- und Nationalmannschaften. Aha, ich spiele mal alleine. Wir nehmen jetzt mal Südamerika. Brasilien, sieht ja schon mal ganz nett aus. Und dann spielen wir Europa gegen Deutschland. So, da sehen wir die Kits.
Das sind die Trikots, die wir zur Verfügung haben. Einmal in Gelb, einmal in Blau. Sieht doch ganz nett aus. Und hier in Deutschland Weiß und in Schwarz. Sieht auf jeden Fall ganz okay aus und in Ordnung. Bayern-Trikot sieht auch upgedatet aus. Also von daher scheint wohl alles funktioniert zu haben. Ja, und dann war es das mit diesem Tutorial. Ich hoffe, euch hat es geholfen und auch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt in einem neuen Video bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.